Herzlich willkommen zu einem neuen Video unserer Reihe Schau dich schlau. Heute geht es um den BWT E1 Einhebelfilter. Dieser Filter ist eine Kombination aus Wasserfilter und Druckminderer. Warum Druckminderer? Das Wasser, was durch die Leitungen in den Straßen fließt, hat normalerweise einen Druck von 10 bis 15 Bar. Würdet ihr diesen Wasserdruck in eurem Haus durch die Wasserleitungen treiben, würdet ihr relativ schnell Schäden an euren Armaturen haben. Deswegen muss der Druck, wenn er in euer Haus reingekommen ist, entsprechend runter reduziert werden. Diese Reduktion des Drucks ist unter anderem auch gesetzlich vorgeschrieben. Das Filtern von Wasser ist nicht vorgeschrieben, ist einfach nur hygienischer. Deswegen ist das Ganze hier auch kombiniert, dann habt ihr beides in einem. Über dieses Rad hier oben kann man den voreingestellten Druck entsprechend verändern. Das heißt, die 15 Bar, die von der Straße kommen, kann ich hier auf 2, 3, 4, je nachdem wie hoch das Haus ist, was für einen Wasserdruck ich haben möchte, runter reduzieren. Das mache ich einmal und dann bleibt das immer so. Des Weiteren kann dieser Filter, wenn man ihn hier öffnet, relativ schnell getauscht werden. Zack, schon habt ihr den in der Hand und könnt dann diese Filtertasse hier entsprechend austauschen. Warum überhaupt ein Wasserfilter? Es ist doch neues oder sauberes Trinkwasser. Es ist relativ einfach. In den Wasserleitungen der Gemeinden oder Städte, auf jeden Fall der Kommunen, sind immer noch Schwebstoffe drin. Das lässt sich auch nicht vermeiden. Da ist Sand drin und andere Ablagerungen. Das ist nichts Unhygienisches, sondern es ist letzten Endes einfach nur lästig. Weil wenn ich beim Kaffeetrinken morgens auf ein Sandkorn beiße, dann muss das nicht sein. Deswegen ist dieser Filter da. Das ganze Wasser fließt im Prinzip hier durch und wird von diesem Filter einmal aufgefangen. Diese Filter sollte man einmal im halben Jahr tauschen. Wir machen das entsprechend so, dass man unseren Kunden das bedingungslos anvertrauen kann. Denn das Ganze ist so einfach. Zack, geht innerhalb von 30 Sekunden. Wir schicken diese Filterelemente zu, einmal im Jahr, das gibt es im Doppelpack. Oder wir machen es bei der Heizungswartung gleich einmal selbst und lassen den anderen da, damit man den ein halbes Jahr später nochmal tauschen kann. Soweit eigentlich alles zum Thema BWT E1 Einhebelfilter. Wenn noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind, gerne in die Kommentare dieses Videos. Wir würden uns freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr uns das entsprechend zeigt mit einem Gefällt mir. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr euch die anderen Videos der Schau dich schlau Reihe einmal anschauen möchtet. Vielen Dank einstweilen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!